viel Erfolg auf dem Weg nach oben. Bis Ende November geht die Season noch. Dann wird alles wieder auf Null gesetzt. Dann beginnt eine neue. Mal sehen, wie hoch ich es bis dahin noch schaffe. Ich komme gerade einfach nicht weit weg vom Ass. Immerhin bin ich höher gekommen als letztes Mal. Da habe ich es nur über die 2000 geschafft, bin Ass-Rang geworden und dann bin ich wieder nur abgestürzt. So. Schauen wir mal, auf was wir heute stoßen. Ich werde jetzt den Halloween Cup spielen. Ich habe hier mein Stinktier. Ach ja, wartet mal. Ich wollte an meinem Cavalanzas noch was ändern. Oder belasse ich das Cover so? Aktuell läuft mein Cover Lancers. Nehme ich mit Aeroass und Schlagbohrer. Bleibe ich erstmal noch dabei? Ich hätte sonst eher Säurespeier und Schlagbohrer gesagt, wegen der Feen. Aber gegen die Feen habe ich ja mein Stinktier auch immer noch. Mit Aeroass kann es sich halt auch gegen andere Käfer wehren. Schlagbohrer ist aber zum Beispiel bei Bibor auch neutral. Bei Omod neutral. Ich kann auch Schlagbohrer gegen Käfer nehmen. Komm. Das ist jetzt mal nur für jetzt. Nein, ich steck viel ändern. Der braucht mir zu viel Energie. Ich weiß, dass du die Attacke kannst. Komm schon. Dankeschön. So. Ist mir eigentlich lieber. Das bringt mir eigentlich ein paar mehr. Der Debuff ist halt schon nice. Überraschend. Und bringt halt auch eventuell Überraschungen mit. So, das ist meine aktuelle Aufstellung. Ein Skuntank, ein Cavalanzas. Und ja, wenn Feen erlaubt sind, kommt man um Azumarill nicht drum rum. Hat zwar keine guten PvP-IV, er ist halt der Shiny Flex. Azu kann sich auch sehr gut noch gegen Nidoqueen wehren, mit ausreichend Schilden. Oder Enido zumindest so weit runterhauen, dass ein anderes halt platt machen kann. Jetzt bräuchten wir nur auch einen Gegner zum Kämpfen. Ah, da ist einer. So, mal sehen, wie oft es laggt, wie viel ich Blödsinn mache. Oh, das gefällt mir so gar nicht. Hallo, Wechsel. Ja, wahrscheinlich die Schlammbombe. Die kostet weniger Energie und hätte auch wehgetan. Hier wäre jetzt natürlich was anderes besser. Ah, okay. Du wirst es schilden, weil du den Schlagbohrer erwartest. Der kostet genauso viel Energie. Ne, wobei ein bisschen mehr. Damit kann ich dich jetzt noch ein bisschen traktieren. Das Toxiquack ist ein Problem. Ja, natürlich, du kannst es auch. Ja, wenn schon, denn schon. Aber du gibst den Schild nicht her.
Bring das Toxi wieder rein. Komm. Natürlich. Das nutzt dann natürlich den Debuff. Schlammbombe tut mir weh. Du hast aber auch keinen Step da drin. Ah. Kommt auch schon, Stinky. Ah. Um eine Matschbombe abzufangen. Außer du hast jetzt damit gerechnet, dass die Schlammbombe reingegangen. Ah, ich hab dich ausgetrickst. Toxiquack ist gefährlich für mein Team. Das ist. Wieso habe ich Blubbel verpasst? Das ärgert mich. Aber du hast den Debuff bekommen und das Spiel ruckelt. Das Toxo hat allerdings keine Energie, wenn ich das richtig sehe. Der ist recht bald abgehauen. Muss ich mir den Schild aufheben? Ah, ich fürchte schon. Zauberschein neutral. Nein! Entschuldigung. Jetzt habe ich aus Versehen den Ton ausgemacht. Ah. Weil ich wieder ins Kabel gekommen bin. Natürlich, dafür hätte ich jetzt den Schild gebraucht. Ich wollte den auch eigentlich gar nicht ausgeben, weil ich was anderes machen wollte. Aber ich bin ans Kabel gekommen. Oh. Dadurch hat alles geruckelt und die Attacke sich verzögert. Das war jetzt kacke. Du kannst deinem Pokémon eine zweite Ladeattacke in seinem Statusmenü beibringen. Einfach ein bisschen runterscrollen und dann da steht da zweite Attacke beibringen. Und dann stehen da Kosten nebendran, die halt unterschiedlich sein können. Je nach Pokémon. Der Kampf lief jetzt nicht so geil. Kabel, ich habe dich nicht berührt. Also komm. Also heute ist das Kabel aber blöd drauf, ehrlich. Ich versuche nicht an das Kabel zu stoßen und jetzt noch weiter zu kämpfen. Ah. Das hat mich ein bisschen rausgebracht gerade. Ah. Ärgerlich. Ich wollte das Noni eigentlich schnell töten mit dem Eisstrahl, weil ich eh schon voll war. Und den Schild aufheben für das Toxi. Weil ich noch ein bisschen nachladen hätte müssen. Damit ich das Toxi halt auch mit einem Eisstrahl töten kann. Aber ja, dann kam halt dieser Scheißruckler, den ich selber provoziert habe. Das war jetzt natürlich blöd. Warum hast du Knirsche geschildert? Du hast doch auch eine Resistenz. Du warst eigentlich recht voll. Ja, aber gut. Was ist eigentlich deine Schnellattacke? Standpauke, wenn ich das so richtig sehe. Nein, du kriegst meinen zweiten Schild nicht. Okay.
Warum hast du so Angst vor meinem Skunky? Hast du hinten drin noch einen Geist? Du traust dich nicht raus. Du hast selber einen Stunky. Oh, okay. Das muss ich eigentlich eher vor Kavalanzas Schlagbohrer fürchten als vor einem anderen Skunky. Das war jetzt gerade aber was anderes. Deins lief aber mit Gift. Ne, meins läuft ja auch mit Gift. Ha. So, und jetzt? Du spielst zweimal Gift und Licht und Scherox. Hast du Angst vorm Flammenwurf von meinem Skunky eventuell? Schlagbohrer ist OP. Alter. Ich glaube, der hatte vor dem Flammenwurf von meinem Stinktier Angst. Der spielt es vielleicht selber mit Flammenwurf. Er hat auch ein Stinktier dabei. Finde ich gut. Das Stinktier ist gut. Ich mag's. Ich habe das schon damals in den Anfangszeiten von der Kampfliga, habe ich das in der Superliga schon gespielt. Aha, gucke mal an. Krypto sogar. Was willst du gegen mich ausrichten? Das ist kein Eisenschild. Der wäre der Einzige, der mir richtig irgendwie was antun würde. Na gut, die Kreuzschere auch. Schade, ich habe den Debuff nicht bekommen. Kreuzschere juckt Kavalanzas nicht. Nachthieb könnte wehtun. Kannst du nur Kreuzschere? Also komm. Du kannst doch bestimmt auch was anderes. Oh ja, komm her. Dafür habe ich den Säurespeier. Es wird der Eisstrahl sein. Ich würde zwar resisten, aber... Ich möchte noch einen zweiten Säurespeier loswerden. Weil du wirst dein Meere schützen. Der bin ich mir sicher. Nein, ich habe dich gehört. Du hebst dir den Schiff für Scherox auf. Du bist eigentlich die logische Wahl, weil ich kann dann runterfahren. Kommt das Scherox wieder? Nein. Da ist es. Hast du Eisenschädel? Eventuell. Du bist Krypto. Nee, du hast... Ist die Frage, bist du TM'd oder nicht? Wie lange hast du dieses Sichlor schon? Du kannst nur Kreuzschere. Okay, das ist traurig. Kreuzschere, Frustration. Frustration ist scheiße. Du kannst zumindest Zuflucht. Wow, das hat ja so viel wehgetan. Ja, setz dir nochmal hier drauf ein. Dass du von meinem Stinktier noch was abbekommst. Bitte den Debuff.
Debuff, Debuff. Yes. Du musst allerdings mein Stinktier töten und Energie ausgeben. Weil es uns einfach weitermacht. Aber bis du zur nächsten Attacke kommst, bin ich voll. Cuddles. So. Das hätte vielleicht sogar ohne die Waffe gereicht. Für einen Moment hatte ich echt Angst vor dem Scherux. Wenn das mit einer TM, wenn er da die Frustration weggemacht hätte und dem Eisenschädel gegeben hätte, dann wäre mein Azu weg gewesen. Aber es konnte scheinbar nur Zornklinge, Kreuzschere, Frustration. Frustration benutzt keiner, weil die Attacke mega wenig Schaden macht für das, was sie an Energie kostet. 2 Kämpfe gewonnen und einen verloren in deinem Set. 2 Kämpfe hast du noch. Du bist noch ganz unten. Da musst du Siege sammeln. Da gibt es noch gar keine Punkte. Da musst du eine ganz bestimmte Menge Siege machen und dann erreichst du den nächsten Rang. Das kriegst du, denke ich, hin. Willkommen in der bunten Truppe, Destron. Fühl dich wie zu Hause. Was habe ich hier noch für Notification in Telegram? Ach ja, wir hatten eine Abstimmung laufen. Ja, gut. Die interessiert mich eh nicht. Aber wenn du auch seit über einem Jahr nicht mehr viel gespielt hast, Smoke, lass dich nicht unterkriegen. Du musst auch erstmal herausfinden, womit du klarkommst, was so also hauptsächlich in der Meta gespielt wird. Und dann musst du halt lernen, wie man richtig PvP spielt. Ich konnte das anfangs auch nicht. Aber ich muss eben wirklich nochmal betonen, wenn dieses Scherux Eisenschädel gehabt hätte. Premium-Belohnungen, wenn du jetzt nicht gerade voller Profi bist, würde ich das lassen. Ich würde die Premium-Pässe würde ich eher für Raids aufheben. Da nützen die dir mehr. Außer du bist echt voll der Pro mit einem Mega-Team und du gewinnst alle 5 Kämpfe in einem Set. Würde ich nie einen Premium-Pass ausgeben. 16 Pässe hast du noch. Ja gut, okay. Da werde ich neidisch. Ja, es gibt da ein garantiertes Glurak als Belohnung und später halt per Zufall. Meine ich, müsste ich auch noch in der Auswahl haben hier. Ja, genau da oben. Ich kann aktuell auf meinem Rang hier zufällig aus dieser Auswahl wird mir was davon begegnen. Sofern ich halt den dritten Sieg in einem Set mache, ne? Die Pokémon-Belohnung. Ich habe in dem Set noch 2 Kämpfe frei. An einem davon könnte es ja noch funktionieren. Sind eigentlich alle nicht schlecht. Ich spiele Glurak in der Hyperliga sehr gerne. Relaxo ist auch sehr gut in der Meisterliga zum Beispiel. Da sieht man es sehr oft.
Die Auswahl hat sich mit der Zeit sehr gebessert mit den Seasons. Wie kann man Premium-Pässe verkaufen? Das geht doch gar nicht. Man kann sie wegschmeißen, aber nicht verkaufen. Man kann sie anwenden, wegschmeißen. Man kann sie entweder anwenden oder wegschmeißen. Aber Items verkaufen kann man nicht. Das wäre mir neu. Fände ich aber irgendwie mal... Na, wollen sie wahrscheinlich eher nicht wegen... Nicht, dass da ein Schwarzmarkt entsteht. Premium-Item-Handel zwischen Spielern. Ach, du meinst, dass du sie benutzt hast? Okay. Hätte mich so sehr gewundert. Habe ich ein Feature verpasst? Bei Niantic weiß man nie, ne? So, 2 Kämpfe habe ich noch. Aktuell ist mein Set negativ. Ich müsste noch einen Sieg machen, damit ich Punkte dazu gewinne. Eigentlich möchte ich es zumindest noch auf Veteran schaffen. Ist Butter. Also, nee, mit Katapult, okay. Mit Event-Attacke, interesting. Hallihallo. Deswegen hast du das Butter vorne, um dein Frustet hier zu schützen. So, den gönne ich mir mal. Du wirst wahrscheinlich auf einen Spukball aufladen wollen. Das war eine Menge Energie. Ich habe fast meinen zweiten Schlagbohrer. Ich befürchte einen Spukball. Es war eine Lawine. Ah. Hast du mich reingelegt? Na gut. Nee, ich habe einfach nur scheiße gezählt wahrscheinlich. So. Da ist der eine Schild weg. Aber das Despotar lebt auch nicht mehr lange. Ja, mache ich mich ruhig weg. Ich werde jetzt... Da ist der Spukball. Der hat dich viel Energie gekostet. Für den Rest der Zeit... Dein Frustedie mit meinem Stinky blockieren, bis dein Tauschcounter abgelaufen ist. Das wird nicht der Spukball, sondern die Lawine sein. Denn Despotar hat aber auch Energie gefarmt. Du wirst nie auf den Spukball aufladen. Ah, damit hast du... Ich wollte noch schnell tauschen, verdammt. Entschuldigung, ich war noch in der Animation drin. Da war die Steinkante. Okay. Ich war noch in einer Gift-Hieb-Animation drin. Dadurch hat der Tausch nicht funktioniert. Noni. Okay. Also komm. Was ist denn jetzt schon wieder los, Kabel? Mach den Ton wieder an. Du musst auf Zauberschein aufladen, das allerdings einiges an Energie verbrennt. Oder Psychoschock. Ah, der hat halt keinen Step, Kollege. Machst du 2 Psycho? Gut möglich. Nee, Meteorologe, der macht noch weniger. Das gibt's doch jetzt nicht. Entschuldigung. Ein kleiner Wackler mit dem Handy. Also... Hör auf zu ruckeln. Der Psychoschock haut mich jetzt allerdings um. Meteorologe, spinnst du? Hallo? Azu? Nicht weiter blubbern.
War das knapp. Alter! Durch mein ganzes Gewackel hier mit Datenübertragung an, Datenübertragung aus. Wäre das jetzt echt? Der wollte wahrscheinlich schnell einen Eisstrahl abfangen auf das Frostetje, habe ich aber nicht zugelassen. Hihi. Das Frostetje hatte allerdings keine Energie, deswegen konnte ich ein bisschen weiter tanken und konnte dann schneller erreichen gegen das Noni. So. Was mache ich jetzt damit? Warum ist das Kabel gerade wieder rausgerutscht? Das ärgert mich gerade. Weil ihr verliert jedes Mal das Bild, das ist ja auch scheiße. Am liebsten würde ich echt den Bildschirm umdrehen, dass die Seite mit dem Kabel oben ist. Dann würde ich nicht ständig dran stoßen. Aber das Dumme ist, dass halt die App, der Bildschirm nicht gedreht wird. Aber so würde ich nicht mehr ständig an das Kabel stoßen. Ärgerlich. Gibt es das vielleicht bei Tablets, dass man das komplett um 180 Grad drehen kann? Dann würde ich mir so ein Gaming-Tablet besorgen. Und dann den Kabelanschluss halt dann oben. Muss ich mich mal umschauen. Hey, Abend King. Wie geht es dir? Auch fleißig um Kämpfen? Schon wieder ein Scherux. Echt jetzt? Ist es wieder ein Kreuzschere Frustration? Nee, Nachthieb. Juckt mich genauso wenig. Ah nee, das hat Patronenhieb. Interesting. Bullet Punch. Wann komme ich damit? Da will ich nicht mein Azu reinhauen. Nachthieb hast du gerade benutzt, ja? Noch ein Nachthieb. Zwei hintereinander. Was hoffst du dir? Den Boost? Ich glaube, den kriegst du nicht mehr. Ein Noni. Das kriegt jetzt ein Dieber von mir. Und noch einen. Weil ich als Stahl-Pokémon Resist etwas gegen den Charm habe. Sonst bin ich schon tot. So. Und tschüss. Und dann kommt das Nein, doch nicht das Schild. Aber du hattest einen Tausch, deswegen bist du jetzt gerade erstmal locked. Und das Azu hat deine erste Attacke erstmal keine Angst vor dir. Erst bei der zweiten. Der Scherox ist auch schon ziemlich angeschlagen. Da kommt's. Ich hab allerdings noch ein Schild. Auch wenn du nur den Nachthieb kannst. Nee, Moment, der ist TM'd. Nachthieb, Kreuzschere. Okay. Das Scherox war TM'd. Du musst mich schon Aero-Assen, damit was
Damit was passiert, nicht so wirklich. Ich hatte vergessen, wie bulky das ist. Dir geht's gut. Mir geht's auch soweit gut, wenn nicht gerade wieder irgendwie die Technik spackt, King. Wie man eben schon wieder ein paar Mal gesehen hat. Du kämpfst gerade nicht, weil du in der Superliga nicht weiterkommst. Ja, das ist ärgerlich. Ja, ich spiele auch wegen der... die Superliga ist gerade ein bisschen heftig. Deswegen spiele ich lieber gerade Halloween. Sehr erfolgreich heute, wie man sieht, trotz technischer Probleme. Ich hole meine Belohnung ab, dann können wir gerne einmal kämpfen. Wenn ich nicht nochmal 100 Mal an das Kabel stoße. Sorry.